Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Odin's Sphere mit mir, dem Leviathan 2. Heute fangen wir mit dem Ende der Zeit an. Ich würde behaupten, das ist das Finale des Spiels. Das Spiel warnte mich davor, dass ich allenfalls meine Charaktere auf die Schlacht vorbereiten soll, aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie, deswegen würde ich mal behaupten, ich versuche mich mal am Kapitel 1 und wenn ich feststellen sollte, dass es einfach überhaupt nicht geht, dann, ja, keine Ahnung, dann gehe ich halt farmen und solche Sachen. Muss ich jetzt schauen. Aber wir werden es ja wahrscheinlich gleich bemerken, ob es geht oder nicht. Die Welt sagt nun lebewohl. 5 Siegel sind gebrochen, die Katastrophe ist entfesselt. Sowohl die Lebenden als auch die Toten werden dem Urteilsspruch von Himmel und Erde beiwohnen. Ach, die Toten, die wieder auf Erden wandeln. Gibt's nicht mal ein Spiel ohne Zombies? Der Hexenkessel. The spell of Darkova is still affecting me. I know it would happen, but my heart is tainted. I can't bear it. Like a wolf, my hunger eats away at my very core. Velvet, not even you are safe from my appetite for human flesh. This shall be my end. But I cannot rot like this. Over here, Leviathan. Now sleep. Dream of devouring all. Once again, set this cauldron alight. It should know who its master is, even without the ring. Now, respond to my voice. The time has come to bring judgment upon the earth. I am one with destruction. Absorb the power of every Fozon in the land. Annihilate this empty shell of a world! What a terrible sight. So this is what remains of King Valentine. Ingwe, you're alive? You still hide. Coward! Are you any better? You fled from the Netherworld. How rude. Hard to believe. You share my noble blood. Oh, we're very much alike. We both lust for power. Power? What power could you possibly hold? Let me show you the Darkova. Relive Titania once again. Impossible. I'll turn your precious cauldron into scrap. Will you fight to the death? Aye, unpleasant, isn't it? The cowardly prince who destroyed his country will give his life to save it. There it is again. Someone is calling upon the power of Darkova once more. Stop! My blood is boiling.
but the anticipation awakens a sick pleasure inside me. My heart is growing dark. Here they come. That woman sends her servants to restrain me once again. King Galen, our queen who sent your shackles has been sent into the darkness. No one shall interfere with the king's freedom once again. Then obey me, gravekeepers. If you wish the power of darkness to survive, then obey the shadows around you. From this moment on, leave the dead. Make your way to Titania. But we cannot leave. The queen blocked the path. What? Rest assured, King Galen. There is a way to escape. Who are you? I am your humble servant. My appearance has changed, but my loyalty has not. I am Beldor, a wise man. Are you aware that the Hollia are able to traverse the border between life and death? As the new power figure in the Netherworld, all you need to do is command them. Hollia, show me the way. Let us abominations leave and enter the living world so we can devour life. What's happening? The land is collapsing. What? Highness, the ocean rises. If this continues, 'tis only a matter of time until our land sinks below the waves. The prophecies begin. King Onyx! Your Majesty, what can we do? There is no going back now. We shall march inland. But the prophecies tell of our demise when we get to the World Tree. There is no World Tree! That story is a mere fable. We shall burn the forest away and prove that those prophecies are false. Inform all in the Fire Realm. The time to seize the world has arrived. King Odin, at this rate... Galen runs the Netherworld. Do we have any troops? Our infantry has been completely annihilated. The Valkyrie... The main gate is destroyed. The enemy is inside the palace. Ah. I knew this day would come. I made the Baelor for this. If only I still had it. Here they come. We must protect the king! Any warrior encountering so many Hollia must become weak of heart. Why, 'tis Griselda. Have you lost your way in all this chaos? I have never done anything fatherly for you. Not once.
If I could die for you, I would be satisfied. It seems that we can be together forever now. Are you happy, Griselda? You're so lovely, my child. As foretold, death triumphs. From the balcony, you can see the dark troops cover the mountain and beyond. The spirits shall soon arrive here. Red Nonneville must be... Princess, remain calm. We must escape from here. I understand you must be worried about Oswald, who went to gather information. Princess Gwendolyn, this way. He shall take you to safety. Maris, I'm sorry. Please fetch my spear. Princess Gwendolyn! I shall follow Oswald. No, you mustn't! Fear not. I am a Valkyrie. If it becomes too much for me, I shall fly away. Now, go on. Princess. If we are to meet, let us meet atop Horn Mountain. They're coming. Hurry! Okay, wähle einen Charakter, um die 6-äugige Bestie zu bekämpfen. Das müsste dann der Cornelius sein, der verfluchte Krieger, der selbst nicht mehr Mensch ist. Verflucht wie die Bestie selbst. This is Darkova. Could trying to fight this even be considered a battle? Oh. Ingwe, is that you? Did you use the secret magic? Answer me! Yes, 'tis true. Who's there? Let me introduce myself. I am Urza's acquaintance. You're one of them. Is what you said true? Is this really Ingwe? Indeed. He used the secret technique in order to stop the cauldron. But little did he know that there is also a spell to control the Darkova. Control it? That's impossible. If there was... My father would not have been forced to kill my grandfather. After the incident with King Galen, your father had us research the spell. Our work was successful. My father? What are you planning to do? Foolish questions deserve no answers. If you plan to stop me, you will become a victim of my loyal servant. Ingwe, I feel for you. You are innocent in this. My father also fought a demon beast with this. I'm not afraid. Just wait. I won't let you suffer. Mal schauen, ob ich mit
Ja, kann ich. Oh, jetzt haben die Köpfe alle einen eigenen. So, was ich noch schnell schauen möchte, ist, hier. Jene Dunkler ist der Schatten der verlorenen Meisterin, der im festen Rausch des Todes hat. Okay. Also, dann wäre der nächste mit Oswald anscheinend. Das wollte ich noch schnell überprüft haben, bevor ich keine Möglichkeit mehr habe, das nachzuschauen. So. Was habe ich denn mit ihm noch so für Ausrüstung? Das ist nicht gut. Halbiert Schaden und verringert Rüstschlag. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wärmetrank brauche ich nicht und Kryotrank wahrscheinlich auch nicht. Das Ei und Materie. Ja! Meine einzige Heilung besteht aus einem angebissenen Apfel. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, Leute, aber ich versuch's gerne. Was machst du dort? Den Angriff. Oh, Crit wenigstens noch. Das dürfte lustig werden. Ich glaube, mit Cornelius selbst muss ich wirklich noch ein bisschen mich vorbereiten gehen, bevor ich diesen Boss dann. Das sind alles neue Angriffe, hä? Also kämpft sich garantiert. Okay. Kann der irgendwie seine Köpfe neu anordnen oder wie läuft das? Ach, damit ich die Köpfe nicht so einfach töten kann. Damit ich mich nicht auf einen konzentrieren kann. Deshalb. Ja, das mit Eis sogar, damit er mich noch rumrutschen lassen kann. Gut. Ich würde hier gern wieder rausgehen, wenn ich darf. Darf ich wohl nicht, hä? Kommt jetzt die ganze Story noch einmal? Am Ende der Zeit, das Biest von Dakura? Nee, nicht mal. Vielleicht, wenn ich einen anderen Charakter nehme, dass da noch was da bekommt, aber. Schwierigkeit! Ja, ich. Ja, nein. Anzeige der Dialoge, Sprache. Eigentlich würde ich ja nur sagen, dass ich gerne wieder aufgeben würde. Dann würden wir im nächsten Part ein bisschen mit Cornelius. Keine Ahnung. Im Feenwald? Oh, kann ich mit Cornelius im Feenwald trainieren gehen? Hilft vielleicht auch wieder ein bisschen, um in die Steuerung hereinzukommen. Und über ein paar zusätzliche. Ach so! Jetzt sehe ich erst. Einer hat lila Augen, eine rote und eine blaue. Das ist dann wohl respektive für das Gift, für das Feuer und für das Eis. Dann ist je nach Position hat er wahrscheinlich verschiedene Angriffe. Das ist gar nicht mal so cool. Komm schon, gib mir mehr Energie! Toll, da kam der Giftangriff. Das war der gefährliche. Naja, wenigstens hatte Ingwer recht, als er gesagt hat, dass er nicht die volle Kraft benutzen kann. Autsch. Jetzt hat er die volle Kraft. Und der Anführer der Toten ist jetzt anscheinend der. Ach, das klingt so grausam. Der alte König von Titania.
Das heißt, ja, wir dürfen wahrscheinlich noch so eine Art Boss nochmal bekämpfen mit Oswald. Ach, der hat eine ganz gute Arena hier gebaut. Du kannst mich gerne erwischen damit. Ich kann hier eh nicht mehr viel machen. Oh, eine schöne Eisfigur. Ja, ich glaube, da muss ich zuerst mit Cornelius noch ein bisschen trainieren gehen. Ja. Gut, ich weiß gar nicht, ob ich das Training... Ich glaube, werde ich das Training mit Cornelius zeigen? Ne, ich glaube nicht. Ich denke, ich werde jetzt hier einfach sozusagen den Schnitt machen für den heutigen Part und dann praktisch in diesem Bildschirm hier wieder anfangen, nur mit deinem vorbereiteten Cornelius, und allenfalls bereite ich dann gleich auch alle anderen Charaktere vor, weil es scheint mir, als würde das ja jetzt ein riesiger Boss-Rush werden. Und ja, vom Schaden her, den ich gemacht habe, würde ich behaupten, ich kann die Bestie von Darkova eigentlich recht gut besiegen. Das Problem ist, ich müsste mich nur irgendwie heilen. Also wenn ich es irgendwie schaffe, dass ich mich, dass ich wieder so viele Leben habe oder mich so viel heilen kann wie bei Vevlet vorhin, also im letzten Part, wo wir die Bestie halt auch schon besiegen mussten, dann sollte es eigentlich recht gut gehen. Vielleicht noch irgendein Item, das mir da ein bisschen hilft. Und dann sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren, weil ich brauche jetzt den Erfahrungsbonus nicht mehr. Aber gut, ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part auch wieder ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis dann.